So, liebe Kretschmobil-Freunde, heute ist einmal der Wechsel Gebläsemotor angesagt. Der steckt ganz tief versteckt in der Ecke hinter den Pedalen, macht richtig viel Arbeit, daran zu kommen. Auch ist es schwierig, den passenden Motor zu bekommen, da ich ein Qashqai als Reimport gekauft habe. Und ich glaube, da sind die Teile verschieden, was ich mittlerweile schon feststellen musste. Qashqai ist Baujahr 2010-11. Der ist ein Qashqai Plus 2, ein 150 PS Fahrzeug, 2 Liter ohne Allrad. Aber eben die längere Version, und das ist der iWay, ein Sondermodell. Ja, was ich schon öfters merken durfte. Sondermodell mit Sonderwerkzeugen. Etc. und Teile. Gut, ich fange jetzt mal an. Ich muss hier ziemlich viel abbauen und lege jetzt einfach mal damit los. Sieht, ist es ein schwieriges Unterfangen, überall richtig ranzukommen.
Es müssen die kompletten Pedalen abgebaut werden. Da sind verschiedene Schraubenmuttern zu lösen. Dann muss dieser Spind dort oben der Spind muss rausgezogen werden zum Wechseln dieses Pedals bzw. zum Ausbau dieses Pedals. Es ist alles mit Sorgfalt und Fingerfertigkeit bedacht. Sämtliche Steckverbindungen müssen ab und der Lüfter sitzt hinter diesem Motor, diesem kleinen Motor, der die Innenraumluftklappe bewegt und Einstellungen fabriziert. Natürlich braucht man das nötige Werkzeug dafür, Fingerfertigkeit und viel Geduld. Denn das ist das Größte, was man dabei haben muss. Vor allem aber auch viel Zeit, weil es sind doch Stellen, wo man kaum rankommt, die schwierig sind zu erreichen. Ein weiterer Fakt ist, dass man ganz schön beweglich sein muss. Ich habe da Probleme mit, es ging aber trotzdem, weil man muss sich an viele Ecken und Winkel wenden und sich biegen und drehen, um überhaupt überall ranzukommen. Wichtig ist dabei auch, dass man Vorsicht walten lässt, dass die Muttern, Schrauben nicht in irgendeine Ritze fallen oder irgendwie abhanden kommen. Das kann sehr schnell passieren. Ich musste auch leider feststellen, dass bei irgendeinem Zusammenbau von irgendjemandem, der da schon mal dran war, vielleicht noch von der Produktion, einfach das nicht richtig festgeschraubt wurde und Schrauben locker waren. Ist auch nicht so gut. Das sieht man ja, wenn man dann dabei ist. Ja, ansonsten, es hat einen ganzen Nachmittag gedauert. Wie gesagt, man braucht Zeit dafür. Für die Verschraubungen, das heißt für einen Nusskasten, braucht man auch ein Gelenk. Und ohne dem bin ich da nicht rangekommen, weil einfach der Winkel oftmals absolut unmöglich war. Im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Es ging wunderbar nachher raus. Es war ein bisschen problematisch, den Lüfter rauszukriegen, aber am Ende kam auch der raus. Es sind viele Faktoren zu beachten. Es sind sehr dünne Kabel, die dort vorhanden sind. Ich habe auch mein Handy genommen, um einfach mal ein wenig nachzuschauen, um zu gucken, ob ich was sehe, weil das ist der nächste Fakt. Man sieht nichts. Oder nur sehr wenig. Es geht sehr viel über Tastfunktion und anders ist das gar nicht möglich. Aber letztendlich, es spielt keine Rolle wie. Wichtig ist, dass es überhaupt funktioniert hat. Und das hat es letztendlich. Nachdem ich den Lüfter draußen hatte, wieder eingebaut habe, alles wieder soweit zusammengebaut habe, funktioniert meine Heizung jetzt wieder tadellos. Es fing übrigens an mit dem Motor, dass der, als ob der irgendwo ein Widerstand wäre und einfach nicht mehr drehen wollte, als ob irgendwo was klemmt. Aber ich habe von außen, kommt man ran, von der Vorderseite über der Motorhaube, unter der Motorhaube, kommt man ran und da konnte ich drehen. Also es war ganz leicht zu drehen, das Rad, also es lag nicht daran, sondern wahrscheinlich sind die Kohlestifte so weit runter gewesen, dass dieses so vorkam, als ob da irgendwas klemmt. Letztendlich hat ja auch was geklemmt. Ja, neuen Lüfter rein, alles wieder zusammengeklatscht. Ich war happy. Und wieder mit Heizung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da für diesen Bericht einen Daumen nach oben gebt. Vielleicht noch ein Abonnement. Da würde ich mich noch mehr drüber freuen. Kostet ja kein Geld. Und ja, irgendwie gehört das mit dazu zum Kaschmobil. Nicht nur fahren, erleben, basteln,
ausbauen, sondern das ist ja auch Pflege und gehört auch mit zum Auto, zu meinem Kaschmobil. Wer es nicht weiß, mein Kaschmobil, mit dem fahre ich ja quer durch Europa. Das ist mein Minicamper sozusagen. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg, wer es nachmachen muss. Dafür alles Gute, es gelingt auf jeden Fall. Also machen wir mal den Einbau weiter. In Verbindung mit der anderen Geschichte hier. So, da kommt der Pedal jetzt drauf. Kommt dahinter. Ja. Na, wo ist er? Der Junge mit dem Spind. Der Spind. So, das wäre erstmal das. Da wäre es erstmal drin. Muss das mal heften, dass sie erstmal dran sind, die guten, gut versteckten Muttis. Solange das noch beweglich ist, lässt sich ein Verkanten besser vermeiden und somit auch ein Kaputtnörgeln vom Gewinde. So, eine haben wir noch. Dann sind sie erstmal so weit dran. Oh, hier ist was verkehrt. Da muss ich schnell gucken, dass ich das noch hier regel kriege. Man muss auf viele Dinge achten, bevor sie zu spät sind. Zum Achten und Reagieren. So, der kommt nämlich da hinten. Zack. Und der sitzt da drauf. Das ist der Umschlag. Das Gaspedal nachher. Ich glaube, da mache ich schon fast mal. Ne, mache ich noch nicht. So, jetzt machen wir erstmal den Spind wieder dran.
Das wird auch noch mal ein bisschen Fummelei. Aber es geht. So, schon ist er drin. Jetzt muss man noch den Sicherung dran bringen. Und zack. Das wäre auch Geschichte. So, machen das gleich ein wenig fester, damit das nicht vergessen wird. So, das passt mal. Das ist mal fest. Machen wir den Jungen hier noch fest. Die Verbindungen kommen nachher rein. Der kommt da drauf, der kommt da rein. Und dann hat das hier auch wieder Festigkeit. Wichtig ist, dass die Pedale fest ist. Und alles andere zieht sich dann dahin, wo es hingehört.